Und hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play der Herr der Ringe Online. Mit mir, dem Captain, und als Notrep, dem Starkhackszwerg. Und Paulinchen, meiner Miezekatze, die hier auf dem Schreibtisch hopst, ne? Möchte ich jetzt das letzte Essen zu mir nehmen, bevor ich mich auf diese Mission mit Lendelen begebe, um diesen Eidstein von Sauron zu vernichten. Dieser Eidstein soll die Horde der Ostlinge, die bald uns zermalmen soll, unter einen Befehl quasi vereinen. Und lass das, Katze, lass bitte den Block da in Ruhe. Und das Zerstören des Eidsteins soll dafür sorgen, dass sie nicht mehr geordnet sind und dass sie sich teils gegenseitig, boah, jede Menge Haare hier, dass sie quasi dann nicht mehr angreifen können und Sauron dadurch so geschwächt sein wird, dass wir ihn dann hoffentlich bald stellen können. Aber jetzt reden wir erstmal mit den Söhnen von Isildur, die nicht mit dürfen und dafür darüber sehr erbost sind. Ich danke euch. Also auf nach Dingard. Heute ist Tarandils Geburtstag und wir feiern ihn so gut es geht. Ja, Mizi, du musst liegen bleiben, ne? Das wäre mein Geburtstagsgeschenk, bitte. Das eine Katze, die liegen bleibt. Das hier könnte unser letztes Mal sein. Vor Ende des Krieges oder unserem Tod. Seltsam. Nach so vielen Jahren der Belagerung. Die Sonne morgen vielleicht ein letztes Mal auf die große Allianz scheint. Der Rat war unmissverständlich. Wenn die helle Schar Saurons Kontrolle über den Eidstein nicht brechen kann, ist alle Hoffnung auf einen Sieg verloren. Nein, schlagt euch diesen Gedanken aus dem Kopf. Wir werden uns etwas einfallen lassen. Wir müssen uns etwas einfallen lassen. Alles gut, meine Brüder. Entschuldigungen wurden vorgebracht und angenommen. Mir scheint, als sei nur eine Entschuldigung fällig gewesen, mein Bruder, nicht zwei. Jedenfalls ist nun alles gut. Ich möchte euch nicht anlügen, mein Freund. Eure Aufgabe morgen wird nicht einfach. Immerhin müsst ihr an den gefährlichsten Ort von allen in diesem schwarzen Land. Ich vergönne euch diese Gelegenheit nicht. Ich bin kein Narr. Aber um eines beneide ich euch doch. Ihr habt morgen die Chance, etwas zu unternehmen, zu siegen oder zu scheitern. Und ihr müsst nicht darauf warten, dass euer Schicksal euch ereilt. Ihr werdet es selbst erfüllen. Dazu hat wahrlich nicht jeder Gelegenheit. Die Elben der Hellen Schar sind berühmt für ihren Mut. Wenn ich euch einen Rat geben kann, dann diesen. Bleibt bei Glorfindel. Etwas Inspiration dürfte euch gute Dienste leisten. Und die werdet ihr garantiert bei ihm finden. Wer weiß schon, was wir morgen sagen. Der Ruhm der Hellen Schar wird vielleicht auch euch zuteil. Und viele Menschen könnten voller Ehrfurcht von euren Taten sprechen. Vielleicht ist auch kein Sieg vergönnt, aber immerhin wird niemand von Feigheit sprechen. Wir können nicht mit euch gehen, aber niemand hier ist ein Feigling. Wenn wir die Gelegenheit hätten, würden wir, wie ihr, an der Seite der Hellen Schar kämpfen. Feiglinge! Feiglinge! Bekümmert euch etwas, Tarandil? An diesen Ufern findet sich genug Feigheit, um einen ganzen Berg zu füllen. Ah. Noch einmal? Verschwendet keine Gedanken mehr an sie, mein Bruder. Denkt nicht weiter an sie, Tarandil. Ich kann mir nicht aushelfen, so sehr ich es auch versuche. Tarandil war beim Siegesschmaus der
Orothot, der Bergmenschen. Er denkt, er hätte wissen müssen, dass sie Eidbrecher sind. Es wurde angesprochen. Ein- oder zweimal. Sie haben unserem Vater Freundschaft und Bündnistreue geschworen. Aber als der Krieg begann und er sie um Hilfe rief, weigerten sie sich. Er hat sie für ihre Feigheit und ihren Eidbruch mit dem Fluch belegt. Alle anderen kamen, als wir sie riefen, und wagten nicht, sich zu weigern. Ich glaube, selbst die Bergmenschen haben einen Zweck erfüllt. Dienen sie nicht als nützliches Beispiel für unseren Zorn? Vermakil, ihr sprecht wie ein Narr und bringt Schande über euch. Natürlich hätten wir ihre Speere vorgezogen. Heute ist mein Geburtstag, der 7., seit wir nach Mordor gekommen sind. Ich weiß, was ich mir zum Geburtstag wünsche. Schon wieder? Du hast doch schon einen Wunsch gehabt, dass wir an dem Rat teilnehmen. Wenn wir überleben, wenn die helle Schar ihre Aufgabe erfüllt und Saurons Kontrolle über die Gasaboron gebrochen ist, möchte ich meinen Ziehvater um eine Gunst bitten. Ich möchte weder Schätze noch Belohnung noch Ruhm. Ich möchte nur eine Sache. Tarandil ballt die Hände zu Fäusten. Ich möchte, dass Isildur mich nach Mordhund schickt. Ich will Riok vom Berg finden, in welchem Loch auch immer er sich versteckt. Und ihn für seinen Eidbruch bezahlen lassen. Ich will ihn mit eigenen Händen töten. Wenn wir die kommenden Tage überleben, werde ich nicht ruhen, bevor ich Riok nicht für seinen Verrat habe büßen lassen. Ich bin sicher, unser Vater wird euch diese Gunst erweisen. Ihr habt die Wut gesehen, die sich in ihm regt, wenn er über die Bergmenschen spricht. Das habe ich, ja, sein Zorn ist erbarmungslos. Er will einfach nicht abklingen. Er will seinen Fluch nicht aufheben, um keinen Preis. Gebrochene Eide und Flüche sind ein grimmiges Gesprächsthema für einen Geburtstag, Tarandil. Na gut. Ich habe schon fröhliche Geburtstage gesehen. Aber wenn wir überleben, sollten wir auf diesen etwas herzlicher zurückblicken. Tarandil, ich bin sicher, dass euch Vater diese Gunst gewährt. Hat er nicht tagelang wegen des Verrats der Bergmenschen getobt? Wenn ihr Rioks Tod wünscht, wird euch Vater sicher seine Erlaubnis geben. Aber lasst uns jetzt von erfreulicheren Dingen sprechen. Unter den Tudor, die kürzlich durch Ramredas kamen, habe ich eine Frau von solcher Anmut gesehen, dass sie selbst eine robuste Rüstung zum Schmelzen bringen können sollte, Tarandil. Die Klinge, die sie trug, war scharf, sogar tödlicher als die eure, und mit Worten der Liebe könntet ihr vielleicht ihr Herz erobern. Wer weiß, vielleicht kämpft sie sogar an eurer Seite und lässt Riok doppelt für seinen Verrat bezahlen. Lasst uns doch über fröhliche Dinge sprechen. Wie schön war diese Tiada-Frau, Vermakil. Ich war ziemlich weit entfernt, wenn ich ehrlich sein soll. Ich kann sie nicht beschreiben, wie ein Dichter es könnte, aber ich bin mir sehr sicher, dass sie schön war. Ist der Wein schon weg? Reicht mir etwas Brot und Käse. Ich bekomme Appetit.
Das ist nichts Neues. Ihr tut mir weh, Ornaer. Wo ihr doch einst mein Lieblingsbruder wart. Okay. Ein grimmiger Geburtstag. Sprecht nur im Schatten von Isildur auf Tol Sand. Ach, sind wir wieder zurück? Die helle Schar wollte Hallrods Geheimweg nehmen. Die Sonne dämmerte schwach an dem Tag, an dem die Mission der hellen Schar stattfinden sollte. Sie versammelten sich in Echad in Edhil und machten sich bereit, Hallrods Geheimweg zu nehmen. Glorfindel, mit einem betrübten Blick, erregt eure Aufmerksamkeit. Ich hatte gehofft, diesen dunklen Tag für immer zu vergessen. Nun muss ich die Geschichte weitererzählen, Nodreb. Ich erinnere mich noch gut an die Ruhmeszeiten der hellen Schar. Doch neben den Heldentaten gab es auch Tragödien. Ich hoffe, dass es nicht nötig sein würde, mich an jenen dunklen Tag zu erinnern. Doch jetzt merke ich, dass es sich nicht umgehen lässt. Glorfindel wendet sich an Gandalf. Mit einem kummervollen Ausdruck und bedauernden Tonfall. Ich bitte euch um Vergebung. Olorin, Mithrandir, Gandalf. Ich wünschte, es wäre nicht notwendig, darüber zu sprechen. Doch ich werde es tun, wenn es keinen anderen Weg gibt. Ich verstehe dieses Zögern nicht. Ich kann Glorfindels Zögern nicht nachvollziehen. Nodreb, ich kann die Aufzeichnung zur Belagerung von Barad, ich habe die Aufzeichnung zur Belagerung von Barad-dûr studiert und weiß sehr wohl, was der Sieg über Sauron gekostet hat. Ich weiß auch, dass der Sieg nicht von Dauer war und dass Saurons endgültige Niederlage erst viele tausende Jahre später erfolgte. Es gibt nichts, was Glorfindel mir vorenthalten muss. Sein Glaube, dass diese Geschichte über die helle Schar mich verstören wird, verwirrt mich. Ich sage, er sollte fortfahren. Genug gewartet. Glorfindel schließt die Augen und nickt zögernd. Nun gut, ich erzähle euch den Rest, trotz meiner Bedenken. Wollt ihr es hören? 12.4 Der Ruhm der hellen Schar. Wollt ihr es hören? Jawohl. Natürlich wollen wir es hören. Wir nehmen jetzt erstmal gerade diese Handschuhe. Zack. Weil das sieht mir nämlich wie so ein Set aus, ne? Das plus den Helm plus das plus die Handschuhe. Ja, das ist ja auch ein Set. Mhm. Dann lauscht nun dem letzten Ruhm der hellen Schar. Möge sich der Kummer lohnen, denn das Erzählen der Geschichte das Erzählen der Geschichte auslösen wird. Wir erreichten Hallrods Tunnel ohne Zwischenfall und gingen hinein. Die größte Gefahr lag noch vor uns. Okay. Es ist soweit. Lendelin und die anderen Elben der hellen Schar sind vorausgeeilt, um den Tunnel zu sichern. Wir müssen aber trotzdem wachsam bleiben. In ihren Rücken könnten Gefahren lauern. Bleib dicht an meiner Seite. Hier entlang, Melon. Folgt mir zum Rest der hellen Schar. Achitmann und ihre Diener liegen auf der Lauer. Ja, die lagen auf der Lauer. Und noch mehr davon. Diese Schergen sind keine Gegner für die Glanotrim. Es geht bergauf. Meine Freunde warten da vorne auf uns. Halt! Wo ist Lendelin? Er ist vorausgegangen, mein Herr.
Hat er irgendeinen Grund angegeben? Trolle, sprach er. Das sieht ihm ähnlich. Lendelin war noch nie besonders vorsichtig, nicht einmal, wenn er weiß, dass er seine Gefährten dadurch in Gefahr bringt. An jedem anderen Tag würde ich diese Eigenschaft zu schätzen wissen, aber heute ist Lendelin der einzige Elb unter uns, der Saurons Macht über den Wandersaar brechen kann. Es bekommt auf ihn an und wir müssen ihn beschützen. Wir müssen zu Lendelin, bevor er etwas Voreiliges unternimmt. Noch mehr Aridmann haben sie uns in den Weg gestellt, hatten sich uns in den Weg gestellt. Offenbar hat Lendelin seine Trolle gefunden. Da ist er. Wir haben euer Werk gesehen, Lendelin, aber ihr hättet auf uns warten sollen. Ich nehme die Rüge zwar an, aber jetzt sind genug Trolle für alle da. Ich glaube, das war der letzte. Hier ist ein Anstieg. Wir müssen uns dem Berghang an der Seite des Turms nähern. Einen Augenblick, Glorfindel. Einen Augenblick, Glorfindel. Da ist ein Spalt in der Turmmauer und der Tunnel führt direkt darauf zu. Aber er ist nicht unverteidigt. Sprecht weiter, mein alter Freund. Wie wird dieser Eingang verteidigt? Von noch mehr Trollen? Nichts Materielles. Es ist ein Schatten, ein mächtiger Geist. Sauron hat ihn bis zu deren Reparatur mit dem Schutz der Mauer betraut. Er heißt Zag-Harrok. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Wir müssen diesen Schatten bezwingen. Weiter, meine Freunde. Sauron darf nicht denken, dass wir diesen Weg wagen. Aridmann sind eine dürftige Verteidigung gegen die Helle Schar. Wir nähern uns der Turmmauer. Na ja, gut, wir haben sie alle besiegt. Komm, weiter. Wir nehmen mal eine Münze. Ich konnte es nicht glauben. Aber die Gerüchte stimmen. Eindringlinge im Tunnel. Endlich kann ich mich dem Meister beweisen. Lebe wohl, Zag-Harrok. Ja. Endlich kann ich mich beweisen. Tot. Ja. Wo sind die Mauern von Barad-dûr? Wir sind in den Mauern von Barad-dûr. Hört mir gut zu, werter Held. Dort vorne windet sich eine Treppe zu den oberen Kammern des Turms, wo die Wandasser mich erwarten. Dies ist unser Ziel. Aber auf der Treppe haben wir keine Deckung. Und ich fürchte, die hasserfüllten Augen
die unseren Aufstieg verfolgen mögen. Ich schlage vor, dass ihr vorgeht. Nein, bitte kein Protest. Dies ist kein Scherz. Ich möchte, dass ihr vorgeht, damit ich euch mit meinem Bogen Deckung geben kann. Ich werde jeden Gegner bezwingen, der euch angreifen will. Und dann wird der Rest von uns folgen. Wir treffen uns am Ende der Treppe. Habt keine Angst, Melon. Ich werde euch beschützen. Wir müssen die ganze Treppe hoch, oder was? Sie werden alle sterben hier. Da hinten ist er. Hierher! Ich werde euch keine Vorwürfe machen. Solltet ihr umkehren? Nein? Ihr wollt bleiben? Dann gehört ihr wirklich zu uns, Melon. Hier entlang, bitte, meine Herren. Oh, die Neun. Ihr seid wirklich töricht, den Willen Saurons herauszufordern. Was verleiht diesem törichten Mut Stärke? Die Glanotrim werden euch bezwingen. Vielleicht kurz. Glorfindel, hier können wir nicht bleiben, auch wenn es mich schmerzt, meine Freunde, ihrem Schicksal zu überlassen. Wir müssen nach oben. Lendelin muss zu dem Wandasar. Folgt Glorfindel und Lendelin zur Kammer des Wandasar und steht ihnen zur Seite. All eure Verbündeten müssen überleben. Lendelin, es ist Zeit. So, gut, sie haben uns nicht entdeckt, scheinbar. Sauron. Nur wenige kommen ungebeten in Saurons Turm. Wie seid ihr in mein Allerheiligstes gelangt? Zakharok. Das wird er mir büßen. Aber lasst mich zuerst einmal sehen, wer diese Dreistigkeit besitzt. Ihr seid zwar nicht Gil-galad, aber ich kenne euch, Elbenfürst. Hat euer König euch zum Sterben hierher geschickt? Wenn das mein Ende sein soll, dann ist es so. Aber wer sind die anderen? Wollen sie ebenfalls sterben? Diesen Wunsch kann ich ihnen erfüllen. Ich weiß, wozu ihr und euer Zwergenvolk zu gebrauchen sind. Gierig grabt ihr nach kostbaren Edelsteinen und verschütteten Geheimnissen und seid dabei nur allzu bereit, Brüder oder Schwester zu verraten. So war es immer und so wird es immer sein und die Zwerge werden es auch nicht mehr anders erleben.
Ich habe einen Sturm heraufbeschworen, der bereits hierher unterwegs ist. Sein Zorn wird eure Allianz hinwegfegen. Was das dritte Mitglied dieser törichten Bande betrifft. Was? Was ist das für eine Verkleidung? Ihr seid kein Elb. Sauron! Habt ihr etwa wirklich gedacht, ihr könntet ungestraft Unheil stiften? Aber das bedeutet... Stell dich, Sauron! Jetzt, Lendelin! Kann ich nicht angreifen? Es ist vollbracht! Die Macht des Vanassar ist gebrochen! Und er fällt um. Wir können hier nicht hierbleiben! Folgt mir! Okay. Oh, wir müssen uns wirklich beeilen. Da ist ein Timer, ne? Wenn ihr nicht rechtzeitig flieht, ist eure Aufgabe scheitert. Ihr dürft auf keinen Fall anhalten. Okay. Verzeiht mir, meine Freunde. Schnell! Ja. Halt. Wo ist Lendelin? Ich dachte, er wäre direkt hinter uns. Aber dem ist nicht so. Lendelin, verzeiht mir, mein Freund. Nun müssen wir der großen Allianz leider sowohl von eurem Sieg als auch eurem Verlust berichten. Durch eure Hand wurden die Vandasar gebrochen und Saurons Herrschaft über die Gazaboron wird schwinden. Das solltet ihr mit uns feiern können. Aber es soll nicht sein. Schnell, Melon, wir dürfen keine Zeit verlieren. Oh, wir müssen zurück. Das war also die Geschichte darüber, oder wie, ne? Glorfindel? Ich kann mich kaum an unsere letzte verzweifelte Flucht die Treppen herunter und durch den Tunnel von Halrod erinnern, als wir uns in der relativen Sicherheit von Adambel wiederfanden, wurden wir von noch mehr Kummer begrüßt, als wir mit uns brachten. Die Menschen sprachen mit gedämpfter Stimme vom letzten Ritt des edlen Anarion, dem Sohn ihres Hochkönigs, der auf dem Feld vor den dunklen Turm erschlagen wurde. Ein großer Stein hatte ihn unter sich begraben, aber ich werde nie vergessen, dass er uns den Vormarsch nach Halrod ermöglichte, durch den Lendelin Saurons Herrschaft über die Vandasar brechen konnte. Denn ohne die Macht des Eidsteins fielen die Gazaboron auseinander. Nachdem sie nun nicht mehr geeint waren, ebbte der Sturm des Zorns ab und zerfiel in seine Einzelstämme. Die Ostlinge, die nun nicht mehr von Saurons Willen beherrscht wurden, flohen in ihre Heimatlande. Ihre Eroberungslust war versiegt, und es sollte viele Jahre bis zu ihrer Rückkehr dauern. Doch hat Mittelerde seitdem nie mehr so eine große Horde wie die Gazaboron gesehen. Und das haben wir Lendelin zu verdanken. Ihr seid so still, Gandalf. Ist alles in Ordnung? Ich weiß nicht, Herr Elrond. Ich weiß ja nicht, Herr Elrond. Irgendwas spricht zu mir aus der fernen Vergangenheit. Eure Geschichte ist noch nicht zu Ende, Glorfindel. Ich würde sie gerne ganz hören. Seid ihr sicher, mein Freund? Jawohl.
Lendelin wurde nicht erschlagen, obwohl er zurückblieb. Sauron warf ihn in das Verlies von Barad-dûr. Dort wurde er vom dunklen Herrscher gefoltert und gequält. Es war schrecklich und schließlich erlag er seinen Verletzungen. Tod. Sauron meinte, dass Lendelin nicht zu eurem Volk gehört. Sauron hat die Wahrheit gesagt. Lendelin war kein Elb. Und dies war auch nicht sein richtiger Name. Die Valar hatten ihn getarnt als einen Angehörigen meines Volkes nach Mittelerde entsandt. Er sollte das Unheil Saurons bekämpfen. Und das tat er auch. Viele Jahre später, in diesem dritten Zeitalter Mittelerdes, schickten sie ihn zurück. Sie gaben ihm einen neuen Namen und eine neue Gestalt. Und sie taten ihm den Gefallen, ihm sämtliche Erinnerungen an sein Leben als Lendelin zu nehmen. Kann das wahr sein? Er fasst sich an die Stirn. Ja, ich erinnere mich daran. Der Schleier der Valar hebt sich. Entsandt von den Mächten, um Sauron zu bekämpfen, bin ich das gesamte dritte Zeitalter über Mittelerde gewandelt. Doch ist dies nicht das erste Mal, dass die Valar mich hierher geschickt haben, auch wenn sie mir in die Erinnerung daran genommen hatten. Zu welchem Zwecke? Es stimmt, ich erinnere mich an die helle Schar, und zwar nicht nur anhand von Glorfindels Geschichten, sondern als wäre ich dabei gewesen, denn das war ich, wenn auch in anderer Gestalt. Ich kenne die Qualen, die Lendelin im Verlies von Barad-dûr erleiden musste, denn ich war es, der sie erlitt. Und obwohl Sauron fort ist, erfüllt die Erinnerung an jene Tage mich mit mir bisher unbekanntem Schrecken. Aber das Schlimmste ist, dass ich diese Elbenfürsten so lange kannte und sie es vor mir geheim hielten. Warum? Warum verschweigt ihr mir die Wahrheit, Glorfindel? War ich euch etwa kein Freund, wenn auch unter anderem Namen? Ihr kanntet mich zuerst als Olorin, und nun kennt ihr mich als Gandalf oder Mithrandir. Warum habt ihr mir das Wissen um Lendelin vorenthalten? Nein, ich bin nicht wütend. Vielleicht war es zu meinem eigenen Besten. Was habt ihr dazu zu sagen? Jetzt beenden. Instanz abgeschlossen. Und da wären wir nun. So soll es sein, Nodreb. Als ich im dritten Zeitalter Olorin in einer neuen Gestalt sah, wusste ich, dass er einst Lendelin gewesen war. Doch er erinnerte sich nicht an sein früheres Leben, geschweige denn an das, was er in Barad-dûr erleben musste. Ich konnte es mir nur so erklären. Die Valar hatten ihm die Erinnerung an dieses Erlebnis aus Gnade und Güte vorenthalten. Denn würde er sich an die grausame Folter erinnern, die Sauron ihn erleiden ließ, wie könnte er sich bei seiner Wiederkehr dem dunklen Herrscher entgegenstellen, mit dem Wissen, wie boshaft Sauron sein kann? Und so beschlossen wir, nicht von Lendelin oder seinem traurigen Schicksal im dunklen Turm gegen Ende des zweiten Zeitalters zu reden. Ich möchte Olorin, Mithrandir oder Gandalf das nicht antun. Ich bitte ihn deshalb um Vergebung. Lendelin war mein wichtigster Berater, mein bester Freund, doch ich habe ihn im Stich gelassen. Ich hielt es für besser, ihn zu vergessen. Und falls das die Absicht der Valar war,
wollte ich ihr nicht zuwiderhandeln. Macht euch um mich keine Gedanken, Glorfindel. Alles, was mir vorenthalten wurde, wurde mir zurückgegeben. Ich bin nicht erzürnt, dass ihr das geheim gehalten habt, was die Valar vor mir vorenthielten. Stattdessen beruhigt mich dieses Wissen, denn jetzt erkenne ich, dass mein Zögern, mich Sauron entgegenzustellen, das Ergebnis von der Lendelens traurigem Schicksal war. Und stimmt es nicht, dass Frodos Mission erfolgreich war und dass sowohl der Ring als auch der dunkle Herrscher mit einem Streich bezwungen wurden? Indirekter Widerstand führte zum Erfolg, bei dem direkten Widerstand verwehrt war. Und so kam es, dass die helle Schar schließlich ihren großen Triumph erlebte. Doch nun erinnere ich mich an das, was ich vergessen hatte. Ich kenne das Ende der Geschichte. Und ihr jetzt nun auch. Und damit bedanke ich mich und wir sehen uns wie immer in der nächsten Folge wieder. Bis denne, sagt der Captain.